Schönen guten Abend. Ja, nehmt euch das Mikrofon vom Steffen, der hat mal einen Moment Pause. Was würden Sie nehmen? Welche Entscheidung würden Sie treffen? Eurocup-Sieg würde ja Euroleague nächstes Jahr bedeuten. Ah, da muss er nachdenken. Also, beides. Wir nehmen beides. Ja, genau. Am liebsten beides. Beides, ja gut. Als ich aufgehört habe, da war ich Erster in der Liga. Also insofern freut es mich für Jerry, dass er da jetzt einen Sprung nach oben gemacht hat. Ich war immer ein Freund von Passen. Also es waren über 1000 auf jeden Fall. Über 1000 in jedem Fall. Oh, das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer. Edmund Stoiber mit seiner Frau, der Edelfan, fast bei jedem Spiel und hat sich, ich habe neben ihm gestanden, nach der Partie gefreut, als hätte die CSU 58% bei der Landtagswahl gemacht. Das ist putzig zu sehen, finde ich irgendwie. Ne? Das hätte man ihm gar nicht zugetraut, dass er über Jahre hier bei jedem Spiel ist, Steffen. Boah, da kam er damals schon in die Eissporthalle in der zweiten Bundesliga. Insofern freut es mich, dass er hier hängen geblieben ist und er ist auch immer voll aktiv dabei.